Ich wünsche euch gleich ganz viel Freude bei der Botschaft. Geliebte Menschen, bevor wir die Botschaft hören, bitte ich jeden einzelnen von euch, das Licht der Liebe einzuatmen und euch mit diesem Licht auszudehnen und in die Mitte zu kommen. Denn je weiter ihr in eurer Mitte seid, umso intensiver könnt ihr die Botschaft empfangen. So atme mit jedem Atemzug das Licht der Liebe ein und dehne dich immer weiter damit aus. Seid gegrüßt, meine geliebten Menschen. Mit dem Segen des Lichtes von Prokyon begrüße ich jeden einzelnen von euch. Ich bin Pyra, die kosmische Schwester von Prokyon. In diesen Zeiten der größten Not sind wir für euch da. Unser Licht brennt heller als je zuvor, während wir diejenigen unterstützen, die daran arbeiten, eine bessere Welt zu erschaffen. Wir sind in jedem Augenblick bei euch und werden euch nie verlassen. Wir, die Wesen von Prokyon, sind die Hüter und Wächter des Universums. Wir sind die Beschützer allen Lebens und die Schöpfer der Liebe. Wir sind hier, um dir zu dienen und dich durch diese schwierigen Zeiten zu führen. Habt Mut, meine Lieben, denn wir sind immer bei euch. Ihr Lieben, wir wissen, dass diese Zeiten schwierig sind für viele von euch. Aber wir wissen auch, dass ihr die Kraft habt, die neue Erde zu erschaffen. Wir geben euch Schutz und helfen für alles, was euch schwach machen möchte, von euch abzuhalten. Wir stehen für Gerechtigkeit. Unsere Lichtschiffe sind gut ausgerüstet und wir beginnen gerade, einen besonderen Schutz für euch aufzubauen. Dieser Schutz wird dann aktiv, wenn ihr darum bittet. Man nennt uns im Universum die Retter in der größten Not. Wir stehen für Gerechtigkeit und Schutz. Wir geben dir die Kraft, weiterzumachen und die Hoffnung, niemals aufzugeben. Wisse, dass du niemals alleine bist. Wir sind immer bei dir. Jeder einzelne Mensch spielt eine wichtige Bedeutung für die große Veränderung. Dies wissen wir und unsere Wächter sind speziell ausgebildet, um euch auf Erden zu unterstützen. Es sind gerade die dunklen Mächte, die euch zu schaffen machen. Aber vergesst nicht, es sind auch viele gute Kräfte am Werk. Und so bitten wir dich, deine Aufmerksamkeit auf die positiven Dinge in deinem Leben zu lenken. Das wird dich stärken. Du musst dich nur daran erinnern, dass du nie alleine bist und dass wir, die Wesen von Prokyon, ab jetzt immer für dich da sein werden. Wir wurden jetzt gerufen,
Dies hat eine bestimmte Bedeutung. Denn ihr Menschen schafft es nicht mehr alleine. Ihr braucht unsere Unterstützung. Und so werden wir euch unterrichten, wie ihr euch besonders gut gegen negative Angriffe schützen könnt. Wir werden euch auch lehren, wie ihr euch von fremden Energien oder Besetzungen befreien könnt. Wir haben spezielle Methoden und Techniken für euch Menschen entwickelt, welche wir euch zeigen werden. Denn wir wurden lange Jahre dafür ausgebildet, euch den Menschen zu helfen. Und ihr könnt uns jederzeit um Hilfe bitten. Wir sind hier, um den Menschen und der Erde zu dienen. Ihr seid unsere Familie und wir lieben euch sehr. Vieles geschieht auf der Erde, was euch Sorgen macht. Zum Beispiel ist die Natur außer Rand und Band. Das Wetter ist nicht mehr normal und ihr bekommt Krankheiten, die ihr noch nie kanntet. Auch mit den Tieren stimmt etwas nicht. Viele Katastrophen geschehen und wir können sagen, dass die Erde aus der göttlichen Ordnung herausgefallen ist. Und genau deswegen sind wir in diesem Moment zu euch gekommen. Macht euch keine Sorgen, denn wir sind hier, um euch zu helfen. Wir wissen, dass es für viele von euch schwierig ist, alles zu verstehen, was passiert. Aber bitte vertraut uns, denn alles geschieht aus einem bestimmten Grund und am Ende wird das Gute siegen. Es hat bereits gesiegt und es wird sich immer mehr vergrößern, das Gute. Also habt Vertrauen und haltet eure Herzen offen. Vergesst niemals, dass wir jeden einzelnen von euch so sehr lieben und euch niemals verlassen werden. So senden wir euch den Segen des Lichtes von Prokyon und verabschieden uns voller Liebe von euch. Ich bin deine Schwester Pyra. Ich danke von ganzem Herzen für diese Botschaft und ich danke von ganzem Herzen Pyra und den Prokyonern, ihr Lieben. Wer mehr über die Schule von Prokyon wissen möchte, darf unter dem Video den Link anschauen. Und ich denke, diese Botschaft hat schon so viel positive Energie gebracht und uns innerlich aufgebaut, dass wir vertrauensvoll unseren Weg weitergehen können. Ich danke, dass du heute hier warst. Und wenn dir diese Botschaft gefallen hat und du gerne wieder eine neue wichtige Botschaft hören möchtest, dann darfst du meinen Kanal abonnieren und hier auf die Kugel klicken. Ich danke dir sehr dafür und wir sehen uns zum nächsten Video. Eine Herzensumarmung an euch. Muah.